Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich hier wieder eingefunden mit zwei Brüdern in Christus über Skype verbunden zur 27. Lesung des Buches von Theodor Griesinger über die Jesuiten und die Gründung und die geheime Wirksamkeit ihres Ordens von der Gründung des Ordens bis heute, was 1866 für den ersten Band und ungefähr 1872 für das Erscheinen des zweiten Bandes war. Wir sind in der 27. Lesung im sechsten Buch, im zweiten Band, im sechsten abschließenden Kapitel dieses Kapitels, die Königsmörder in Frankreich. Wir haben letztes Mal über Ravaillac gelernt. Wir haben gelernt, dass Ravaillac derjenige war, der König Heinrich IV., der das Edikt von Nantes in Frankreich eingesetzt hat und damit Religionsfreiheit für die Protestanten per Gesetz eingeführt hat, dass dieser Ravaillac der Dritte war, der ausgewählt war, um den König zu ermorden, dass er das auch getan hat und dass es Umstände gab, dass dieser Mord im Grunde schon vorher bekannt war und sind dann ein wenig abgewichen in Dinge, in andere Fälle, wo wir diesen gleichen Umstand auch schon mal begegnet sind, nämlich bei der Ermordung von Abraham Lincoln 1865. Und auch bei dem Anschlag auf das World Trade Center 2001 am 9.11.2001, am 11.9., Entschuldigung, am 11.9.2001 in New York, wo es ja auch solche Umstände gab, die den Leuten ganz deutlich die Binde von den Augen reißt, von denjenigen, also die Regierungen uns umbinden, diese Binde, diese Blindbinde, und die uns dann abgerissen wird, weil solche deutlichen Fehler passieren, dass jeder nur sagen kann, Edge Badge. The Jinx is up, wie man so schön im Englischen sagt. Wir haben euch enttarnt. Aber die Leute wollen nicht lernen. Sie wollten es damals im 17. Jahrhundert nicht wissen, sie wollten es im 19. Jahrhundert nicht wissen, sie wollten es im 21. Jahrhundert nicht wissen, sie werden es nicht wissen wollen, bis Jesus Christus wiederkommt. So, Ende der Einleitung. Wir werden jetzt gleich anfangen. Wir haben noch knapp 10 Seiten in diesem letzten Kapitel dieses sechsten Buches in dem zweiten Band von Griesinger zu gehen, bevor wir in das abschließende siebente Buch kommen. Und ich möchte gerne meine beiden Brüder über Skype hier begrüßen. Erst den Michael, der hat sich gerade eben schon warm geredet, und danach den Viktor. Michael aus der Gegend von in Neppetal, was weiß ich, in der Gegend der niederländischen Grenze. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend und heiße dich herzlich willkommen zu unserer Sendung heute Abend, Michael. Ja, hallo und guten Abend allerseits. Heute Abend sitze ich mal wieder hier, es hat sogar geschneit, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt drin sitze und mir die Ohren gleich qualmen von den ganzen Gruseligkeiten, aber immer noch besser Gruseligkeiten, die schon vorbei sind, als Gruseligkeiten, die noch irgendwo kommen. Deswegen gucke ich auch schon seit Jahren keine Tagesschau und keine Nachrichten mehr. Ja, was soll ich jetzt großartig noch sagen? Ich wohne hier in der Grenzregion im tiefsten Westen, so wie dieser komische Herbert Grönemeyer das mal erzählt hat, der ja auch nicht mehr in Deutschland wohnt, sondern mittlerweile in London, habe ich erfahren. Alles Dinge, die Sie und da draußen nicht interessieren sollten, denn wir sollen keinen Idolen hinterherjagen und keine Leute, die noch nicht mal singen können. Deswegen gebe ich jetzt mal einfach weiter an meinen nicht jodelnden Kollegen aus Hamburg, den Viktor. Hallo Viktor. Moin moin und hallo. Ja, freut mich auch wieder mit euch verbunden zu sein. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht so viel auf dem Herzen, also dass ich Jörg da doch ganz gerne bei seinen einleitenden Worten beipflichten möchte. Gerade dieses Werk von dem Herrn Griesinger eignet sich doch auch wirklich ganz gut dazu, um schon zu sehen, was sich ja vielleicht vor 300-400 Jahren so abspielte, auch hinsichtlich der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich denke, da sehen wir auch so diese ja doch ganz guten Schnittstellen auch zu der heutigen Zeit, dass die Leute trotz der Information und der Wahrheit, die man ihnen unter die Nase reibt, im Grunde genommen die ja Verschwörungen des Teufels leugnen. Und ja, faszinierend auch, wenn ich jetzt heute jetzt so resümiere, wir wissen ja auch, der Griesinger hat ja mal erwähnt, dass auch zum Beispiel in Portugal es den Fall gab, dass die Jesuiten mehr oder weniger auch schon ja öffentlich angeprangert wurden, aber komischerweise wenige Jahre später, wie von Zauberhand, ja, waren sie wieder da und haben
wieder ihr Werk vollrichtet. Und das sehen wir auch oder haben wir jetzt auch in Frankreich erlebt oder auch sicherlich in anderen Ländern, die in dem, ja, oder in den Bänden von dem Griesinger auch schon mal erwähnt wurden. Ja, ich gebe dann mal das Wort weiter an dich, Jörg, und freue mich auf die kommende Lesung. Ja, freue ich mich auch drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eben gerade noch kurz die Zeit gehabt, zwei Seiten vorzulesen. Die sind also noch ziemlich gut im Gedächtnis drin. Und deswegen fahren wir jetzt fort hier. Ich will nur eben kurz das Bild hier verändern auf Stunde der Wahrheit, dass wir jetzt hier die Griesinger-Lesung wieder haben. So, das passt. Und wir hatten hier schon, glaube ich, ein paar Sätze von diesem Absatz hier gelesen. Wir fangen also hier oben nochmal an bei also Mitschuldigen. Es geht hier also jetzt um die Geschichte von Ravaillac, der ja jetzt festgenommen wurde, wegen dem Mord an König Heinrich IV. Und da lesen wir also weiterhin, also Mitschuldige, das heißt unmittelbar Mitschuldige, sagte Ravaillac, habe er keine. Und außerdem Pater Aubigny sogar keine Mitwissende. Allein diese Behauptung war notwendigerweise eine Lüge, denn die Feinde Heinrichs IV. Hatten schon eine geraume Zeit vor dem Morde genaue Kenntnis davon, dass derselbe erfolgen werde. Und darüber hatten wir dann ja letztes Mal lang und ausbreitend darüber diskutiert. So ist erwiesen, sagt der Autor, dass schon 14 Tage vorher in Madrid, Mailand, Antwerpen, Douai, Arras, Brüssel, Mechelen und Prag, wo bekanntlich die Jesuiten allmächtig waren, mit großer Bestimmtheit von dem nahen Tode Heinrichs gesprochen wurde. Und das erhielten zum Beispiel mehrere Personen in Rouen Briefe von Brüssel, worin man im näheren Bericht über diesen Mord bat, während doch damals der König noch lebte. So reiste 8 Tage vor dem Mord ein Kurier durch Lüttich und sagte aus, er bringe den deutschen Fürsten die Zeitung, dass der König von Frankreich tot sei. So fand man auf dem Altar der Hauptkirche von Montargis einen Zettel des Inhalts, dass dem Leben des Königs bald durch einen Waghals ein Ende gemacht werden würde, und der Pater Lagiona in Neapel verkündete dessen Tod öffentlich von der Kanzel herab. So entfuhren dem Privot, also dem Staatsrichter von Poitiers, welche Stadt 2 Tagreisen von Paris entfernt liegt, genau in derselben Stunde, in welcher Heinrich ermordet wurde, beim Kegelspiele in größerer Gesellschaft die Worte: Entweder ist der König schon tot oder stirbt er eben jetzt. Und als man ihn später verhaftete, um ihn der zwei Söhne unter den Jesuiten hatte zu inquirieren, so erdrosselte er sich sofort mit seinem Hosenbande. So erhielt ein Herr Target in Paris ein Schreiben aus Herzog Bosch, das ist also heutzutage Sertogenbosch in Holland, Herzogenbosch, worin ihm 15 Tage vor des Königs Tod angezeigt wurde, dass man in dieser Stadt fast mit jeder Stunde Nachricht von irgendeiner bevorstehenden großen Begebenheit in Frankreich erwarte, sowie auch, dass man in allen der österreichischen Herrschaft unterworfenen Gebieten Belgiens Tag und Nacht Gebete anstelle, um ein wichtiges Vorhaben zur erwünschten Ausführung zu bringen. So sagten sich's in Köln am Rhein die Spanier, so dort in Besatzung lagen, schon ganz am Anfang Mai ins Ohr, dass Heinrich bald aus der Welt geschafft werden würde, und in Maastricht, also Maastricht heute, setzte man noch hinzu, dass dann der rechte Zeitpunkt da sei, statt eines Bourbonen den König von Spanien auf den Thron von Frankreich zu setzen. Kurz, im Kreise der guten Katholiken, sowie besonders in den Städten, in welchen sich jesuitische Kollegien befanden, war schon mehrere Wochen vor dem Tode Heinrichs die Nachricht von seiner bevorstehenden Ermordung verbreitet. Und wie hätte nun dies sein können, wenn Ravaillac keinen Mitschuldigen habt, wenn keine Verschwörung zu diesem Mord bestanden haben würde? Wer aber, so frage ich weiter, waren nun diese Mitschuldigen? Der Verdacht fiel sogleich auf die Jesuiten, und zwar mit größtem Rechte, denn nur diese, als die Freude des spanischen Hofes mit dem Hause und des Hauses Habsburg, hatten ein besonderes Interesse dabei, dass Heinrich gerade jetzt aus dem Leben scheide, wie ich weiter oben gezeigt habe. Etwas ganz Genaues über die Einzelheiten der Verschwörung kam aber nie zu Tag, weil durch den Einfluss der Königin Regentin, ja, Medici, der großen Beschützerin des Ordens Jesu, die Untersuchung gegen Ravaillac mit einer Nachlässigkeit
Oberflächlichkeit und Parteilichkeit geführt wurde, die in Frankreich bis jetzt unerhört war. Und genau diese Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit und Parteilichkeit hat man in dem Prozess auch zu spüren bekommen, der John Surratt gemacht wurde, nachdem er nach seiner Flucht, ne, er war ja der Hauptverschwörer in der Verschwörung gegen Abraham Lincoln 1865 und war erst geflüchtet über verschiedene Stellen nach Kanada, von Kanada nach England, von England in den Vatikan und wurde dann im Vatikan in der Kleidung der Suave, also einer dieser Leibwächter der Leibgarde des Papstes, aufgefunden, nach Amerika gebracht, vor Gericht gestellt und freigesprochen. Weil die Jesuiten den Staatsanwalt, den Richter und die Zeugen alle gekauft hatten. Ja? Und Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit und Parteilichkeit, da muss man sich doch nur mal angucken, der 9/11 Commission Report. Genauer heißt er ja eigentlich 9/11 Omission Report. Da geht es ja um die Dinge, die ausgelassen wurden in diesem Report bei dem Anschlag auf das World Trade Center 2001. Das war doch auch nur Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit und Parteilichkeit. Das war sogar so oberflächlich, dieses paar tausend Seiten dicke Papier geschrieben, dass man das Salomon-Gebäude, über das wir letztes Mal gesprochen hatten, noch nicht mal erwähnt hat. Das kommt in dem 9/11 Commission Report oder Omission Report noch nicht einmal vor. Mit keiner Zeile wird dieser Wolkenkratzer erwähnt, der um 20 nach 5 am Tage des 11. September 2001 im freien Fall in sich selbst vollständig ohne irgendwelches äußerliches Zutun zusammengestürzt war. Seht ihr die Parallelen zwischen damals und zwischen heute? Wer das nicht sieht, wer das hier liest und das nicht sieht, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Die Untersuchung gegen Ravaillac wurde mit einer Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit und einer Parteilichkeit geführt, wie sie in Frankreich bis jetzt unerhört war. Aber wenn sie einmal etabliert ist, dann kann man das auch weiterhin bunt treiben. Nun, es scheint, man fürchtete sich ordentlich, die Mitschuldigen zu entdecken, und deswegen hüte man sich gar wohl, diejenigen zu vernehmen, welche etwas Näheres hätten aussagen können. Ja, einige, wie dem ehemaligen Gardekapitän Dujardin und die Madame Coman, die frühere Kammerfrau der Marquise de Vermeuil, welche beide durch besondere Umstände mit Ravaillac bekannt geworden waren und genau wussten, von wem derselbe in der letzten Zeit beraten worden sei, beseitigte man sogar so lange, bis der Prozess zu Ende war und schaffte sie dann über die Grenzen des Landes. Überdem strafte man etwa den Pater Aubigny, der doch um das Verbrechen gewusst und es nicht zur Anzeige gebracht hatte. Oh nein! Man begnügte sich mit seiner Erklärung, er könne sich nicht mehr erinnern, dass ihm Ravaillac irgendetwas anvertraut habe, denn er sei von Gott mit der Eigenschaft begnadet, Beichtgeheimnisse gleich auf der Stelle wieder zu vergessen. Hier schreibt der Autor Karl Theodor Griesinger genau das Gleiche, was später, knapp 150 Jahre, 140 Jahre später, P.D. Stewart eben auch in seinem Buch schreibt. Oder was P.D. Stewart über Ravaillac, ich glaube, es war eher, wo habe ich das noch gelesen? Ist ja auch wurscht, jedenfalls in einem der neueren Bücher. Also das ist eine Geschichte, die der Griesinger hier schreibt, die aber in vielen anderen Geschichten genauso durchkommt. Er wurde von Gott mit der Eigenschaft begnadet, Beichtgeheimnisse gleich auf der Stelle wieder zu vergessen. Wenn man natürlich dann die Moraltheologie der Jesuiten studiert, von Busenbaum, Suarez und Liguori, um mal einige zu nennen, dann weiß man sehr gut, was dahinter steckt. Ja? Aber der Autor fährt fort und sagt, kurz, man wollte nichts Näheres erfahren. Man wollte nichts Näheres erfahren und erfuhr auch wirklich nichts, indem die Parlamentsmitglieder einer höheren Weisung folgend von jeder genauen Untersuchung abstanden. Dass aber Ravaillac selbst standhaft blieb, dafür sorgte der Pater Coton, der berühmte Hofbeichtiger, welcher denselben oftmals in seinem Gefängnisse besuchte.
So war dem Franz Ravaillac der einzige, der zum Tode, zu demselben furchtbar grausamen Tode, welchen Pierre Châtel erlitten hatte, verurteilt wurde, und dieses Urteil vollzog man an ihm am 27. Mai 1610. Die wahrhaft Schuldigen aber, sie, welche den Elenden zu dem rasenden Entschluss gebracht, rieben sich vergnügt die Hände, denn sie hatten erreicht, was sie hatten erreichen wollen. Mit dem Antritt der Regentschaft nämlich änderte Maria, die Königinwitwe Medici, sogleich das ganze Regierungssystem. Das heißt, sie sagte sich von der durch ihren verstorbenen Gemahl gegründeten Koalition los und verwandelte die bisher gegen Spanien beobachtete Feindschaft in eine äußerst weitgehende Freundschaft. Ja, um dem neuen Bündnis die Krone aufzusetzen, verlobte sie ihren Sohn, den minderjährigen Ludwig den 13., mit der Infantin Anna, sowie ihre Tochter Elisabeth mit dem Prinzen von Asturien. Und was konnten nun die Jesuiten noch mehr verlangen? Freilich konnte kein vernünftiger Mensch darüber im Zweifel sein, dass ein solches Bündnis den Vorteil Frankreichs geradezu entgegengesetzt sei. Und ebenso klar war, dass es infolge desselben bald wieder zu inneren Kämpfen mit den Hugenotten, die bisher unter Heinrich IV. Den Schutz der Gesetze genießend ruhig und friedlich gelebt hatten, kommen würde. Aber alles dies kümmerte die Königin Regentin nicht, da sie von Hause aus zu den bigotten Damen ihrer Zeit gehörte. Und eben deswegen hörte sie auch während ihrer ganzen Regierungsperiode nie auf, das zu tun, was die Söhne Loyolas ihr einflüsterten. Auch unter Ludwig dem 13. behielten die Jesuiten die Oberschaft am Hofe bei, wenigstens im Anfang seiner Regierung. Wie dies schon daraus hervorgeht, dass seine Beichtväter, die Patre Coton, Arnoux, Seguiran, Suffren und Goffin, sämtlich Jesuiten waren. Und eben diese ihre Allgewalt hatte zur Folge, dass im Jahr 1621 der längst gefürchtete Religionskrieg mit den Hugenotten wirklich ausbrach. Doch ward er bereits das Jahr darauf beendigt, und zwar so, dass die Protestanten ihre, ihnen durch das Edikt von Nantes garantierte Religionsfreiheit wieder erhielten. Sie durften von nun an wieder protestantisch glauben, protestantisch predigen hören, protestantisch beichten. Dagegen aber brachten es die Söhne Loyolas so weit, dass man keinen Hugenotten mehr einen Staatsdienst gab, dass man keinen in der Armee beförderte, und dass man jedem die Aussicht nahm, sein Glück in Frankreich zu machen. So wurden unter Ludwig dem 13. eine Menge von Protestanten ins Lager der Katholiken hinübergetrieben, denn selbst der Herzog von Richelieu, welcher von anno 1624 an des Königs erster Minister wurde, den ihr wahrscheinlich gut kennt von den drei Musketieren, befolgte hierin den Rat der Jesuiten, obwohl er ihnen in sonstigen politischen Fragen sehr scharf in die Quere trat. Er nahm nämlich den Plan Heinrichs des IV., das habsburgische Haus um jeden Preis zu demütigen, sogleich wieder auf und stellte sich daher während des Dreißigjährigen Krieges auf Seiten Schwedens und der Protestanten. Auch war diese seine Politik vom besten Erfolge gekrönt, indem Frankreich am Schluss des Krieges mit weit größer und mächtiger dastand wie zuvor, während Spanien und Österreich sich total erschöpft hatten und von nun an unfähig waren, die frühere Prinzipatsrolle über Europa fortzuspielen. Er selbst erlebte übrigens diese Freude nicht mehr und ebenso wenig der König Ludwig der 13. Beide waren vielmehr schon mehrere Jahre zuvor, der erste anno 1642, der zweite anno 1643 verstorben, und an ihrer Statt regierte nun Ludwig der 14., der Sonnenkönig, ja? Welchen viele den Großen heißen, ja, König Ludwig der 14. oder König Ludwig der Große, obwohl er diesen Titel nicht verdiente. Insofern aber erwies er sich doch als groß, dass er die Politik Richelieus auch zu der seinigen machte und vom Beginn seiner Regierung an auf nichts anderes ausging, als Spanien und Österreich noch mehr zu schwächen, noch mehr zu demütigen, als sie es ohnehin schon waren. Da ging dem Orden Jesu auf einmal ein Licht auf. Das Licht nämlich, das mit dem habsburgischen Haus, welches total in Krebsgang begriffen war, die Idee einer christlichen Universalmonarchie unmöglich realisiert werden konnte, sondern dass diese Rolle vielmehr Frankreich gebühre,
Und darum verließen sie jetzt urplötzlich die Fahnen Österreichs und Spaniens, um sich dem allerchristlichsten König Ludwig XIV. Total in die Arme zu werfen. Ihm wollten sie dienen, fortan mit der Aufbietung aller ihrer Kräfte. Seine Interessen wollten sie verfechten, als wären es die ihrigen. Aber natürlich nur unter der Bedingung, dass er ihnen seine volle Gunst zuweise und ihren Ratschlägen stets Gehorsam leiste. Der Vertrag kam zustande und wurde von beiden Seiten getreulich gehalten, von Ludwig XIV. Übrigens erst von der Zeit an, als er anfing, älter zu werden. Von dieser Zeit an übrigens beherrschten ihn die Jesuiten vollständig. Und zwar einmal durch den königlichen Beichtvater Lachaise sowie durch dessen Nachfolger, den Pater Letellier. Und zweitens durch die königliche Geliebte, die Frau von Maintenon, deren Herz keinen anderen Pulsschlag hatte als einen jesuitischen. Ich verzichte da jetzt drauf, hier die Bilder von Lachaise reinzumachen. Wir haben den Fall Lachaise bereits bis zum Erbrechen besprochen in der Visa-Buchlesung und in anderen. Auch Letellier hatten wir früher schon in einem anderen Teil dieses, in einem anderen Kapitel dieses Buches auch besprochen. Das ist euch alles bekannt. Da verschwende ich jetzt keine weiteren Kommentare auch nicht mehr dran. Ich könnte nun eine lange Geschichte schreiben, sagt Theodor Griesinger, von den furchtbaren Folgen dieser Herrschaft der Söhne Loyolas. Eine Herrschaft, die wirklich eine ausschließliche genannt werden konnte. Allein, ich verweise den Leser auf die allgemeine Welthistorie, in welcher das Unheil, das die Regierungszeit Ludwigs XIV. Über Frankreich und ganz Europa brachte, mit gesperrter Schrift verzeichnet ist. Das Einzige dagegen kann ich nicht verschweigen, dass die Söhne Loyolas ihre Allgewalt vor allem auch dazu missbrauchten, um den König das Edikt von Nantes widerrufen zu lassen, damit seine sämtlichen protestantischen Untertanen in den Schoß der allein seligmachenden Kirche zurückgebracht werden könnten. In Alexander Hislops von Babylon nach Rom haben wir da auch ausführlich drüber gelesen. Ein Schreckensschrei ging damals durch ganz Frankreich. Ja, über Frankreich hinaus, bis nach Savoyen, dessen Herzog alles tat, was ihm Ludwig XIV. Befahl, und von einem ganzen Heer von Henkern und Soldaten, meistens Dragonern, daher der Ausdruck Dragonaden, begleitet, begannen die Söhne Loyolas die Ausrottung des verhassten Ketzertums. Sie wurde auch wirklich vollendet, diese Ausrottung, aber nur mit Hinopferung von Hunderttausenden, die lieber in den Tod als in die Messe gingen. Nur mit dem Verlust von anderen Hunderttausenden, welchen es gelang, in Verkleidungen aller Art und mit Zurücklassung fast all ihrer Habe über die Grenzen zu entkommen. Doch Stille von diesen Scheußlichkeiten, die selbst von den im Dreißigjährigen Krieg begannenen nicht übertroffen wurden. Stille von ihnen, denn überall, wo der Orden Jesu allmächtig war, hat er sich durch ähnliche Untaten unsterblich gemacht. Auch unter der Regentschaft des Herzogs von Orléans, nach dem Tode Ludwigs XIV. Im Jahre 1715, war dessen Urenkel und Nachfolger Ludwig XV. Erst 5 Jahre alt, und der Herzog von Orléans übernahm daher als erster Prinz von Geblüt die vormundschaftliche Regierung. Blieben die Jesuiten allmächtig in Frankreich, denn der erste Günstling und Minister des Regenten, der berüchtigte Kardinal Dubois, war ihr erklärter Freund, weil sie ihm den Kardinalshut verschafft hatten und verhalf ihnen deshalb auch in ihren damaligen Streitigkeiten mit den Jansenisten zum Siege. Eine noch größere Gunst genossen die Söhne Loyolas nach dem Aufhören der vormundschaftlichen Regierung unter Ludwig XV. Und es ist bekannt, welchen großen Einfluss der königliche Beichtvater, der Pater Claude Bertrand Taschereau de Ligneire, auf den Monarchen ausübte. Überdem besaßen sie das Herz des Kardinals Fleury, welcher als erster Minister Ludwigs Frankreich bis zum Jahre 1743 fast unumschränkt beherrschte. Und es schien also nicht, dass ihre Macht, solange Ludwig XV. Auf dem Thron saß, je erschüttert werden könnte. Dennoch kam es so. Und zwar durch den Einfluss eines Weibes, der Marquise von Pompadour, welche seit dem Jahr 1745 die so viel wie allmächtige Mätresse des Monarchen geworden war. Zu jener Zeit nämlich, also in der Mitte des 18. Jahrhunderts, standen sich in Paris sowie überhaupt in ganz Frankreich zwei mächtige Parteien gegenüber.
die Jansenisten und die Molinisten. Und beide bekämpften sich, wie ich schon im vorigen Buch zeigte, auf Tod und Leben. Jedem Freidenkenden wird dieser Kampf als ein lächerlicher vorkommen, weil es sich im Ganzen nur um geringe Abweichungen in Glaubenssachen handelte. Allein die Jesuiten setzten einmal ihr alles daran, um die Janseniten zu Tode zu hetzen, und somit brachten sie ihren Freund, den Erzbischof von Paris, Christoph von Beaumont, dazu, dass er allen seinen Geistlichen verbot, den Sterbenden und Kranken, welche sich nicht unbedingt gegen den Jansenismus erklärten, das heilige Abendmahl und die letzte Ölung zu reichen. Nun dachte aber die Pompadour jansenistisch, und demgemäß bewog sie den König, dass er einen gerade entgegengesetzten Befehl ergehen ließ. Überdem wurde der Erzbischof als ein eigenmächtiger Rebelle nach Konstanz verbannt und jedem seiner Kollegen, der fortfahre, zu ihm zu halten, mit gleicher Strafe gedroht. Daraufhin mischte sich auch das Parlament in den Streit, und am Ende entstand ein solch gewaltiges Durcheinander, dass man alle Augenblicke fürchten musste, es könne daraus eine vollständige Auflösung der bestehenden Ordnung der Dinge hervorgehen. Ordnung aus dem Chaos, ne? Im allergeschäftigsten aber erwiesen sich hierbei die Söhne Loyolas, und sie legten in Wort und Schrift einen solch grandiosen Hass gegen den ihnen, wie sie sagten, abtrünnig gewordenen König zutag, dass man sich über ihre Frechheiten nicht genug wundern konnte. Da drang plötzlich mitten durch diese furchtbare Verwirrung das Geschrei, dass Ludwig der 15. von einem Meuchelmörder getroffen worden sei. Und nun bemächtigte sich aller, die es gut mit Frankreich meinten, eine grenzenlose Bestürzung. Es war den 5. Januar 1757, den Tag vor den drei Königen, abends gegen 7 Uhr im Schloss von Versailles. Der König wollte mit dem Dauphin nach Trianon fahren, um daselbst zu Nacht zu speisen, und eine Kompanie der Garde erhielt also den Befehl, die Chaise, also die Kutsche, zu begleiten. Alles war parat, und man sah jetzt den Monarchen, wie er gegen das Portal herauskam, gefolgt von einer Schar Höflinge, worunter der Marschall Richelieu, der Kanzler Lameillon, der Siegelbewahrer Machaut. Am Schlage der Kutsche hielt der Herzog von Ayen Kapitän im Dienst, und die Garde präsentierte das Gewehr, als der Monarch auf die Chaise zuschritt. Bemerkt muss übrigens werden, dass die Beleuchtung trotz der Dunkelheit des Abends eine sehr schlechte war, denn sie bestand aus einigen wenigen Lichtern, welche ein halb Dutzend Bediente trugen, und so bemerkte man es denn gar nicht, wie sich in dem Augenblick, wo die Majestät den Kutschenschlag erreichte, ein Mann ganz geräuschlos mitten durch die Garden unter die Scharen der Höflinge, welche den König umgaben, mischte. Plötzlich fühlte der Monarch einen Stich auf der Brust, und wie er sofort mit der Hand dahinfuhr, entdeckte er, dass diese sich vom Blut rot färbte. Rasch drehte er sich, und da er bei dieser Drehung den Mann, der ihn gestochen, hart vor sich sah, so schrie er laut: »Fass den Mörder!« Es geschah im Momente, und man schleppte den Elenden, der seine Tat augenblicklich eingestand, in ein Gemach des Erdgeschosses, den sogenannten Saal der Garden, wo man ihn genau untersuchte. Man fand aber nichts bei ihm als 30 schwere Goldstücke. Judas Iskariot verriet unseren Herrn und Meister Jesus Christus für 30 Silberstücke. Ein Gebetbuch und ein scharfes Messer mit zwei Klingen. Darauf übergab man ihn den schnell herbeigeeilten Großprofessen, und dieser brachte ihn in dasselbe Gefängnis, in welchem die früheren Königsmörder auch gesessen. Während nun dies geschah, verbreitete sich das Gerücht, der König sei verwundet oder gar ermordet, mit Blitzesschnelle durch die ganze Stadt, und es entstand dadurch, wie man sich denken kann, die größte Aufregung. Noch größer aber war die Aufregung am Hofe, denn man glaubte im Anfang, die Wunde des Königs, der sich sofort nach dem Mordangriff in seine Gemächer zurückbegab, sei gefährlich, und es könne also zu einem Thronwechsel kommen. Schon jubilierte die Partei des Dauphin, bei welcher die Jesuiten natürlich den Ton angaben, und eben diese letzteren waren es, welche den Thronerben sogar so weit brachten, dass er der Frau von Pompadour Befehl erteilte, augenblicklich Versailles und den Hof zu verlassen. Indessen stellte es sich gar bald heraus, dass es mit der Gefährlichkeit der Verwundung nicht weit her sei,
Und in der Tat konnte der König schon nach wenigen Tagen als völlig in der Genesung begriffen betrachtet werden. So wie aber dies die Frau von Pompadour erfuhr, kehrte sie triumphierend an den Hof zurück, und die Art und Weise, wie sie der König aufnahm, klärte jedermann darüber auf, dass sie an Macht und Einfluss noch nicht das Geringste verloren habe. Doch zurück jetzt zu dem Mörder. Die Untersuchung, die sofort gegen denselben eingeleitet wurde, zeigte, dass er Robert Franz Damien hieß, 42 Jahre alt war und das Dörfchen Thieloy bei Arras in der Grafschaft Artois seine Geburtsstätte nannte. Sein Vater war Pächter gewesen, hatte aber bankrott gemacht und so wurde auf die Erziehung des Jungen nicht viel verwandt. Man war vielmehr elterlicherseits froh, dass man ihn als Küchenjunge in dem Jesuitenkollegium zu Arras untergebracht und überließ ihn von da an ganz sich selbst und seinem Glücksstern. Letzterer Glücksstern aber scheint ihm nicht besonders günstig geleuchtet zu haben, denn er brachte es nicht weiter als bis zum Koch und, wie er später von Arras fortging, zum Lakaien der verschiedenen Herren und in den verschiedenen Städten. Auch zeichnete er sich keineswegs durch einen soliden Lebenswandel aus, obwohl er durch die Söhne Loyolas zum bigottesten Fanatismus herzogen worden war, sondern er frönte vielmehr der gemeinsten Liederlichkeit, und auch das Laster des Diebstahls kannte er sehr genau. Dies hinderte jedoch die Jesuiten nicht, ihn so oft, so er brotlos geworden war, und dies kam nicht selten vor, zu unterstützen. Und zwei Jahre vor dem Attentat stellten sie ihn gar wieder, wie früher in Arras, so nun in Paris, als Koch in ihrem Kollegium an. Diesmal übrigens nur auf kurze Zeit, denn gleich nachher trat er, von ihnen empfohlen, wieder bei einer Herrschaft als Bedienter ein und blieb bei dieser bis wenige Wochen vor dem Attentate. Mehr konnte man von seinem früheren Leben nicht ermitteln. Allein reicht es nicht hin, um notwendigerweise auf den Gedanken geleitet zu werden, dass der Mörder nichts anderes gewesen sei als ein Werkzeug in den Händen des Ordens Jesu. Allerdings leugnete er selbst, Mitschuldige gehabt zu haben. Und dabei blieb er auch, als man ihn auf die Folter legte. Das dagegen gestand er, dass er 8 Tage vor der Tat einem Pater Jesuiten sein ganzes Vorhaben gebeichtet und von demselben Absolution empfangen habe. Überdem gab es der Anzeichen sonst noch viele, welche nur zu deutlich darauf hinwiesen, dass die Söhne Loyolas es waren, welche den fanatischen Menschen dazu trieben, den Mordversuch zu wagen, sowie dass sie jedenfalls von dessen Absichten genaue Kenntnis hatten. Oder wie? Wurde nicht am 5. Januar abends 8 Uhr ein Kutscher, der eben von Versailles kommend über die Königsbrücke in Paris fuhr, von 2 Sperren, die, wie er deutlich sah, unter ihren Mänteln den Jesuitenhabit trugen, befragt, ob sich in Versailles nichts Neues zugetragen habe? Und flüsterte nicht, als der Kutscher erwiderte, dass er nichts Neues wisse, der eine der Herren dem anderen zu: Also ist der Streich misslungen? Schrieb nicht am 31. Dezember 1756 eine Schustersfrau von Paris namens Marguerite Lepin, welche einen Sohn im Jesuitenkollegium hatte, an einen Verwandten nach Langest, dass sie ihm am nächsten 6. Januar eine Neuigkeit melden werde, von der es ihm jetzt noch nicht träume? Hörte nicht der Schatzmeister von England, Herr de la Boissière, in Calais, in seiner Gesellschaft, in welcher sehr heftig über die gegenwärtige Lage Frankreichs gestritten wurde, einem Pater vom Orden Jesu ausrufen: Der König möge sich in Acht nehmen, denn es lassen sich immer noch Ravaillacs finden? Entfuhren nicht dem Beichtvater der Königin, dem polnischen Jesuitenpastor Briganteski, die Königin Marie Leczinska war eine Tochter des polnischen Königs Stanislaus, gegenüber dem Grafen Zaluski, dem Großreferendar von Polen, nur wenige Tage vor dem Attentat die Worte: Die Pompadour werde am längsten geherrscht haben, wenn alles so gehe, wie es gehen solle. Kurz, der Anzeichen der jesuitischen Urheber und jedenfalls Mitwissenschaft gab es genug. Und das Volk von Paris nannte sie daher strichweg oder schlichtweg die Urheber der Tat. Ja,
Es rottete sich sogar vor ihrem Kollegium zusammen, um es mit allen seinen Insassen im Feuer aufgehen zu lassen. Und letzteres wäre auch ganz sicher geschehen, wenn man nicht die Haufen durch bewaffnete Mannschaft zerstreut hätte. Weil aber dennoch keine ganz bestimmten Beweise vorlagen, so meinte der erste Präsident des Gerichtshofes mit Namen Maupeau, welcher den Jesuiten sehr wohl wollte, es hieße den Prozess nur unnötig verlängern, wenn man all den kleinen Nebenumständen nachfragte. Und da die Mehrzahl der Richter ihm beistimmte, so begnügte man sich mit einer einzigen Verurteilung, das ist mit der des Attentäters, Robert Franz Damien. Die Hintermänner spielen keine Rolle mehr. Freilich konnte man sich hierbei nicht verhehlen, dass eine solche Genügsamkeit der öffentlichen Meinung durchaus nicht konveniere. Allein dieser konnte man ja auf eine andere Weise Rechnung tragen, nämlich dadurch, dass man die Hinrichtung des Verurteilten zu einem recht außerordentlichen und großartigen Schauspiel stempelte. Meine lieben Brüder und Schwestern, die ihr dieses Video jetzt im Augenblick seht und hört, und meine lieben Brüder, die ihr mit mir diese Lesung macht, das, was ich hier jetzt gerade eben in den letzten paar Sätzen vorgelesen habe, erinnert euch das nicht verdammt nochmal daran, wie man den Fall Dutroux in Belgien behandelt hat in den 90er Jahren? Kein Mensch hat hier in Belgien jemals von den 27 Zeugen gesprochen, die auf einmal Verschwundibus waren, ja? Die auf einer geraden Straße mit dem Auto abgekommen gegen eine Mauer gefahren sind, die verselbstmordet wurden. Kein Mensch hat hier in Belgien damals Regina Louf, von der Michael ja schon mal früher erzählt hatte, ernst genommen. Die Zeugin X, Getölge X, wie sie hier hieß. X1. Die wurde im Fernsehen und in den Zeitschriften und den Zeitungen hier wurde sie zerrissen. Das, was ich gerade eben gelesen habe, dass man die Hintermänner, auch um die öffentliche Meinung nicht zu reizen, um die Hintermänner nicht bloßzustellen, dass man dann von der Verurteilung des und der Hinrichtung des Verurteilten hier ein Schauspiel machte, genau das hat man damals mit dem Prozess von Dutroux gemacht. Jeden Tag waren die Bilder von dem Gerichtssaal, wo dann der Dutroux da saß mit seinem Gesicht und nichts gesagt hat. Und bla 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 haben die Gerichtsreporter gesagt über seinen Fall und über die Hintergründe wurde nie und nie irgendetwas rausgebracht. Habt ihr beide da nicht eine Meinung zu? Und wenn es jetzt nicht Dutroux ist, habt ihr vielleicht einen anderen Fall, den wir anholen können, um unseren Brüdern und Schwestern doch mal bitte schön deutlich zu machen, dass diese Taktik der Verschleierung der Hintermänner damals im 18. Jahrhundert perfekt funktioniert hat und dass das heute im 21. Jahrhundert noch genauso funktioniert? Da gibt es doch im Deutschen ein schönes Sprichwort, das heißt, die Kleinen fängt man, die Großen lässt man laufen. Und du hast letzten Endes immer jemanden, der da den Scapegoat spielt. Das ist auch ein sehr interessantes Synonym jetzt, ne? Wenn man jetzt an den Sündenbock denkt, ne? Jemand, der dann dafür büßen muss und dafür geopfert wird, um halt die anderen dann quasi nach außen hin reinzuwaschen, der dann auch nicht mehr reden kann, wenn er denn hingerichtet wird. Der Sündenbock ist ja auch noch biblisch, ne? Ja, deswegen meine ich ja, ne? Ist ja ein ganz schönes Bild auch. Und das, ob du jetzt Kennedy nimmst mit Lee Harvey Oswald und ob du jetzt, jetzt auf die Schnelle hinweg, man hat ja auch beispielsweise jetzt, könnte man recherchieren, wer jetzt tatsächlich die Hintermänner sind. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über das Attentat von Sarajevo, das den Ersten Weltkrieg angeblich ausgelöst hat. Mhm. Und da gibt's ganz viele Beispiele, die man da anholen kann. Im Endeffekt ist es so, dass ja grundsätzlich immer die Theorie des verwirrten Einzeltäters extreme Popularität genießt. Weil man damit natürlich, wenn man den dann beseitigt, keine weiteren Spuren mehr verfolgen muss, weil ja alles angeblich geklärt ist. Ja, der verwirrte Einzeltäter, wenn ich das eben zufügen darf, Michael, genau wie Osama Bin Laden zu einem verwirrten Einzeltäter gemacht wurde, der seine 19 Camel-Jockeys angeheuert hat, um da Flugzeugen in die WTC-Türme reinzufliegen. Außer Osama Bin Laden hat man ja auch komischerweise niemals in der höheren Hierarchie jemanden gefunden, der dafür verantwortlich war, ne? Der wurde genauso als Buhmann dargestellt, ne? Ja, da habe ich ja witzigerweise noch einen Post von mir aus dem Jahre 2006 gefunden im Internet, wo ich damals schon gesagt habe, es hat mit Menschenrechten nichts zu tun, was die USA da abzieht. So könnte genauso gut
jetzt einen anderen Staat überfallen, weil die meint, dass der Verdächtige sich gerade da befinden würde. Nein, nein, es ist letzten Endes ganz klar, dass halt die niederen Stände sozusagen geopfert werden und dass halt diejenigen, die halt nach außen hin, wie sagt man so schön, die Untouchables sind, deren kann man nicht habhaft werden, denn es ist ja auch im heutigen Bereich so, wenn man jetzt von normalem Zivilrecht ausgeht, jemand, der die besseren Anwälte hat, kriegt dann auch ein besseres Recht. Und wenn du dann halt mal schaust, wie es dann im Mittelalter gewesen ist, zu Zeiten von Karl Georg Griesinger und weit, weit vorher, da ist es dann ja auch so, dass jemand, der sich im Rechtssystem besonders gut auskennt, sowieso schon die allerbesten Karten hat. Und da wir ja gesehen haben, dass in den ganzen Missbrauchsskandalen und auch Attentaten immer hochrangige Vertreter von Politik und Kirche und sonstige Veranstaltungen, sonstige Ämter sich da befinden, ist ja eigentlich ganz klar, in welcher Gefahr dann auch die Zeugen schweben. Und das erklärt dann, glaube ich, dann auch, warum wir da 27 tote Zeugen beispielsweise im Fall Marc Dutroux haben in Belgien, worüber es im Endeffekt, glaube ich, auch immer noch auf YouTube erstaunlicherweise eine interessante ZDF-Dokumentation von gibt. Also da gibt es, glaube ich, die toten Zeugen sowieso heißt es. Ich komme jetzt aus dem Kopf nicht drauf. Ja, ich habe das gesehen, aber da wird ja auch nicht auf die Hintergründe eingegangen. Nein, aber immerhin wird darüber berichtet, ansonsten wäre es ja völlig aus dem Fokus gelaufen, ansonsten wäre das halt ein Kinderschänder wie jeder andere auch, und da gibt es ja auch beispielsweise von Fall, wie heißt der, Prikopi, glaube ich, heißt der, ne? Von der österreichischen, von dem österreichischen Mädchen da, was da 10 Jahre im Keller gefangen halten worden ist, als das Mädchen dann in der Pubertät war und einmal flüchten konnte, sich direkt vor den Zug geworfen hat oder vor den Zug geworfen wurde. Und das sind halt so sehr seltsame Dinge, die da halt dann halt gleichzeitig aufscheinen. Aber mir geht's einfach darum, wir wissen selber, die Leute, die den Kanal hier verfolgen, alle Joggler-Kanäle, wissen selber, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wird dann halt jemand geopfert. Und wenn der dann reden würde, dann würde man quasi seine Familien sippenhaft nehmen. Also von daher gibt's immer Mittel und Wege. Das ist halt dieselbe Geschichte, weswegen ich dauernd gefragt werde, ja, aber wenn die Theorie mit der Titanic wahr wäre, dass es mit der Federal Reserve Bank etwas zu tun hätte, die Menschen können sich nicht vorstellen, dass der Kapitän dann quasi seinen eigenen Tod mit einkalkuliert. Die können sich deswegen nicht vorstellen, weil sie in dieser Vorstellungswelt halt einfach nicht zu Hause sind und zum Glück wir auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand deine Familie bedroht, über deinen Tod hinaus, du dann schon sagst, ja gut, um meine Liebsten zu retten, zum Beispiel. Ich will jetzt keinem eine Vorlage geben, ne, überhaupt nicht, aber es gibt halt immer eine ganze Menge, wenn man halt so eine mächtige Gemeinschaft ist, die nicht kritisiert werden kann, weil sie eigentlich über allen Zweifel erhaben ist, weil sie ja von sich selber sagt, sie stünde halt in entsprechenden apostolischen, Ahnenlinie da, Hierarchie, ja, genau, dann kommen die Leute halt nicht da drauf, weil für die meisten Leute halt die Leute in Schwarz, the man in black, eigentlich Menschen sind, die ja sich extra so einen Lebenswandel ausgesucht haben. Die meisten ist ja der jesuitische Eide überhaupt nicht bekannt. Das hatten wir ja, glaube ich, zu. Stimmt, ja. Ich muss mal kurz auf den Smith eingehen, also den Kapitän der Titanic. Der Kapitän der Titanic hat bereits 26 Jahre für die Reederei von JP Morgan gearbeitet. Der wusste ganz genau, er war selber ein Jesuiten-Koadjutator. Das hat nichts damit zu tun, dass man vielleicht dem seine Familie bedroht hat, wenn er die überhaupt hatte. Der hat sich dafür geopfert, weil er ein Jesuit war, der dem Kadaver gehorsam gefolgt ist. Das wollte ich nochmal eben richtigstellen hier. Ja, es ist sehr gut, das zu wissen. Ich meinte nur, es gibt halt einfach verschiedenste Methoden, um jemanden jetzt vielleicht dazu zu bewegen, ein Verbrechen zu begehen. Natürlich, das ist richtig. Und deswegen jetzt im Beispiel von der Titanic war es jetzt halt einfach für viele unvorstellbar, warum jemand sein eigenes Leben riskiert, aus welchen Gründen noch immer. Aber nichts anderes machen heutzutage selbst, oder nicht heutzutage, sonst Selbstmordattentäter ja auch. Da kann man ja auch nicht sagen, okay, ich habe einen Sprengstoffgürtel um und lass den hochgehen, wird schon gut gehen, sondern die Leute kalkulieren das ja billigend mit ein. Die haben ja letzten Endes, die sterben ja für ein Ideal. Ne? Und Ideologien sind halt immer sehr, sehr gefährlich, weil du kannst halt einfach einen Ideologen nicht stoppen.
der ist ja bereit dafür, sein Leben zu geben, dann hast du letzten Endes ja kein anderes, du hast ja letzten Endes dann kein Argumentationsmittel mehr, um jemanden jetzt davon abzubringen, weil jemand sagt, ja gut, mein Leben ist mir eh egal, ich habe mir das jetzt vorgenommen und ich ziehe das jetzt durch. Und deswegen finde ich halt einfach am schlimmsten, wenn jemand halt so total indoktriniert ist, wie ich das immer so sage, weil du mit dem rational nicht argumentieren kannst. Du kannst halt mit zum Beispiel mit Satanisten nicht rational argumentieren. Ja, weil die halt letzten Endes so indoktriniert sind, weil die sagen, ich habe mein Leben jemandem etwas gewidmet. Ja, und da lasse ich mich überhaupt nicht von abbringen. Mein Ziel ist die Zerstörung von allem, was mir in den Weg kommt. Und das ist letzten Endes jemand, mit dem kannst du eigentlich gar nicht reden. Du kannst nur jemanden dann demaskieren, wo ich gerade im Augenblick mit zu kämpfen habe. Aber jetzt hier in puncto Jesuiten und in Karl Theodor Griesinger, da kann man immer sagen, klar, man sucht sich jemanden aus, der sich nicht wehren kann, der eventuell nicht die intellektuellen oder die finanziellen Mittel hatte, sich zu wehren, und den opfert man dann, damit die Gesellschaft, damit die Gemeinschaft dann wieder quasi nach außen hin, nicht nach innen hin, aber nach außen hin reingewaschen wird, und dann kann alles wieder weitergehen, und so züchtet man sich dann auch schon die entsprechenden Sündenböcke dann heran. Mhm. Ja, die werden nicht, kann ich mir nicht vorstellen, so ein Lee Harvey Oswald zum Beispiel, der wurde ja auch schon Jahre vorher von der CIA beschäftigt, der wurde nach Russland geschickt und was weiß ich noch alles, und ich glaube, dem ist sogar eine Frau zugeführt worden. Unendlich kann man darüber reden, aber bei Karl Theodor Griesinger und die Jesuiten ist es so, dieses Mittel war immer probat und dieses Mittel ist immer angewendet worden, auch schon vor den Jesuiten, denn die Dominikaner waren ja nicht besser in dem Sinne als die Jesuiten, die waren aber nicht so perfide militärisch organisiert wie sie. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt das Böse in der Welt war auch schon vorher da und nicht nur erst seit 1534, wo Nein, sicherlich nicht, zumal die Jesuiten ja die wiederbelebten Tempelritter sind. Ja. Und auch die Tempelritter haben ja schon eine Vorgeschichte. Gehen ja im Grunde noch zurück auf die ganze Erleuchtetenbewegung. Das ist ja alles, was im Grunde schon aus Babylon kam. Das gab es schon immer. In den verschiedensten Formen. Die Jesuiten sind lediglich jetzt die wiederbelebten Tempelritter, die im Grunde die Ideen der Tempelritter in der modernen Welt wieder zustande bringen und sich diesmal von keinem französischen König und keinem Papst ans Knie pissen lassen, sage ich jetzt mal eben so deutlich. Aber lass uns jetzt nicht zu weit abschwenken, weil es ging ja darum, dass wir kurz nur mal darüber sprechen wollten, wie die Jesuiten hier es schaffen, auf diese Art und Weise, mit diesem Theater, was sie dann den Leuten ja im Grunde vorspielen, da geht es ja darum, wenn ich diesen einen Täter verurteile und dann ein Schauspiel mache von seiner Hinrichtung, dann lenke ich eben davon ab, dass ich die sogenannten Untouchables, die Unantastbaren, die da drüber stehen, die dahinter stehen, dass ich davon so weit ablenke durch dieses Theater, dass die Menschen da sich überhaupt nicht mehr bewusst von werden. Und deswegen hatte ich eben die True angeholt, wo halt dieser Prozess, dieser Schauprozess geführt wurde, wo kein Schwein sich mehr dafür interessiert hat, was da eigentlich wirklich hinterstand. Das war jetzt moderner Fall. Du hast Lee Harvey Oswald angeholt. Der wurde dann ja schnell von Jack Ruby ermordet, und von Jack Ruby weiß man nach außen hin so weit wie überhaupt nichts. Also ist die ganze Spur da eben verloren gegangen, ne? Da haben sie das so gespielt, auch so ein großes Schauspiel. Und da gibt es halt Fälle genug, über die wir eben sprechen wollten. Aber mir ging es halt eben darüber, dass wir hier ganz deutlich sehen, dass die Jesuiten mit dem Theater, was sie spielen, von den wirklichen Hintergründen und von den unantastbaren Menschen dahinter ablenken. Und das tun sie heute auch noch. Heute wird dann dafür, ich sage jetzt mal so zum Beispiel, Willy Brandt, der in Warschau vor dem vor diesem Holocaust-Denkmal oder sowas niederfiel, das hat damals davon abgelenkt, wo bestimmte Gesetze in Deutschland eingeführt wurden, was kein Schwein interessiert hat, eben weil dieser Willy Brandt-Fall da war, weißt du? Heute machen sie dann eine Olympiade, eine Fußball-Weltmeisterschaft, eine Handball-Weltmeisterschaft, eine was weiß ich nicht für irgendwelche Dinge, die sie inszenieren, um die Leute abzulenken mit Brot und Spielen, um von den wahren Punkten abzulenken. Da wollte ich eigentlich hauptsächlich drauf hinaus. Ich danke dir, Michael, für deinen Beitrag. Ich fand ihn sehr gut und wertvoll, wie immer. Aber ich wollte mal eben fragen, ob Viktor nicht vielleicht auch noch eine Meinung dazu hat oder auch noch vielleicht mal ein Beispiel ankommen kann, an das wir vielleicht im Augenblick noch nicht gedacht haben. Ja, zuallererst ist zum Glück eine Sache mir nie entgangen noch in meinem Leben, oder beziehungsweise das hat man mir schon relativ früh erzählt, dass der Fisch immer vom Kopf anfängt zu stinken.
Das nur kurz dazu, dass natürlich immer gewisse Dinge, ja, dass dahinter Männer hinterstecken. Mir ist noch ein Fall bekannt, relativ aktuell. Ich das jetzt aber nicht jetzt so speziell im Einzelnen verfolgt und kenne da jetzt auch sicherlich nicht so gut die Details, aber das ging um einen, ich glaube, der heißt Gustl Mollert oder so. Habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört? Ja. Der ja auch und das war ja auch so. Wurde. Ja, und das war natürlich auch so ein Fall. Also da fand ich, das fand ich auch schon ziemlich heftig, inwieweit dann natürlich dann derjenige, ja, dann mundtot gemacht wird, sage ich mal. Ne? Ja, aber das kann man natürlich jetzt nicht ganz vergleichen. Der war ein Whistleblower, der seine Frau im Grunde angeschissen hat, die für die Commerzbank gearbeitet hat und da Schwarzgeld aus der Schweiz und in die Schweiz und so weiter gebracht hat. Das waren ja ganz andere Dinge, die da im Grunde mitspielten. Aber den Mann hat man tatsächlich jahrelang in die Psychiatrie eingesperrt und der ist jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren rausgekommen inzwischen. Habe ich doch jedenfalls Videos drüber gesehen. Gustl Mollert hieß der, glaube ich, ne? Ja. Auch ein interessanter Fall. Aber natürlich ein wenig anders gesehen, weil hier natürlich nicht. Gut, die Hintermänner sind da natürlich auch nicht von bekannt geworden. In der Hinsicht hast du da recht, Viktor. Die Hintermänner hat man da auch nicht besprochen. Aber es geht, mir ging es darum, wo man halt diese Ablenkung gebraucht. Und deswegen bin ich auf den Dutroux-Fall gekommen, weil ich mich noch ganz genau daran erinnern kann, wie hier in Belgien damals der Fall vor Gericht abgelaufen ist. Und wie sie da ständig Bilder aus dem Gerichtssaal gezeigt hatten und Interviews und vor allen Dingen mit dem Vater von der Ann, auf den seinen Namen komme ich jetzt im Grunde gar nicht mehr, der war ja öfter im Fernsehen als der König von Belgien zu der Zeit. Und sie haben halt mit diesem Schauprozess, die sie für den Dutroux gehalten haben, ich nenne es mal so, davon abgelenkt, dass es noch in höhere Hierarchien Verbindungen gab. Und das war eigentlich der Fall, den ich besprechen wollte. Weil das war genau das, was uns Karl Theodor Griesinger hier erzählt. Deswegen nochmal eben diesen Satz, dass wir das eben nochmal hier zu Ende bringen. Freilich konnte man sich hierbei nicht verhehlen, dass eine solche Genügsamkeit der öffentlichen Meinung durchaus nicht konveniere. Allein dieser konnte man ja auf eine andere Weise Rechnung tragen, nämlich dadurch, dass man die Hinrichtung des Verurteilten zu einem recht außerordentlichen und großartigen Schauspiel stempelte. Und dann kümmert es kein Schwein mehr, auf Deutsch gesagt, was da sonst noch mit zu tun hat. Und das tat man dann auch. Ein großartiges Schauspiel aufführen. Ja, man tat noch mehr. Denn man ersann Martern, die man bisher nicht gekannt hatte, und vollzog diese Martern mit einer so furchtbar wilden Grausamkeit, dass es einem ordentlich graust, wenn man sie nur liest. Ich will's daher kurz machen. Am 28. März um 4:30 morgens holte man den Damien aus dem Gefängnisse und schleppte ihn auf das dem Gräveplatz errichtete Schafott. Dort zog man ihn nackt aus und band ihn mit eisernen Ketten an einen Pfahl, der sich inmitten des Schafotts erhob. Nun umband man ihm die Hand, mit der das Verbrechen begann, mit Schwefel und hielt sie so lange über ein glühendes Becken, bis sie vollständig verschmort und verkohlt war. Drauf riss man ihm mit glühenden Zangen aus der Brust, den Armen und den Beinen ganze Stücke Fleisch aus und goss in die Wunden siedendes Öl nebst geschmolzenem Blei und brennendem Pech. Endlich spannte man 4 Rosse an seine Arme und Beine, ließ dieselben langsam anziehen und riss so den Körper in 4 Stücke. Zu der ganzen scheußlichen Abschlachtung aber brauchte man volle 3 Stunden. Und während dieser vollen 3 Stunden lebte der Unselige, denn erst nach der beendeten Vierteilung verlor er das Bewusstsein. Erst jetzt atmete er sein Dasein aus. Durch die Grässlichkeit der Hinrichtung des Mörders fühlten sich die Pariser zufriedengestellt, und sie fingen an zu vergessen, dass man unbegreiflicherweise den Mitschuldigen desselben durch die Finger gesehen habe. Nicht dasselbe aber war der Fall bei der Frau von Pompadour, sondern sie fühlte in ihrem Innern einen grimmigen Zorn über die, welche damals, als der König verwundet wurde, ihre Ausweisung aus Versailles durchgesetzt hatten, das ist, über die Jesuiten, und ihr Herz lechzte danach, Rache an ihnen zu üben. Wohl wissend übrigens, mit welchen gefährlichen Feinden sie es zu tun habe, beschloss sie, so vorsichtig als möglich zu Werke zu gehen und jeden Schritt vorher genauestens zu überlegen, ehe sie ihn tue.
Vor allem trachtete sie danach, kluge Verbündete zu gewinnen, und zu diesem Behufe trat sie in ein sehr intimes Verhältnis zu dem Herzog von Chauffeuil, welchen der König auf ihren Antrieb sofort zum Premierminister machte. Dieser neue Premier aber war ein so klarsehender und aufgeklärter Kopf und zugleich so kräftiger und energischer Charakter, dass man ihn bald nur den französischen Pombal nannte. Wir erinnern uns ja noch an den Marquis de Pombal in Portugal und was der gegen die Jesuiten nicht alles erreicht hatte. Die Jesuiten hätten also alle Ursache gehabt, vor ihm auf ihrer Hut zu sein und alle ihre Kräfte zu sammeln, um der Koalition Pompadour-Chauffeuil begegnen zu können. Allein die außerordentliche Größe, zu der sie unter Ludwig dem 14. emporgestiegen waren, hatte einen solchen Geist des Hochmuts in ihnen erzeugt, dass sie es für ganz unmöglich hielten, je im Genusse ihrer Macht gestört zu werden. Und somit setzten sie jener Koalition nur Anmaßung und Trotz entgegen. Ja, noch mehr. Sie erlaubten es sich sogar, den König in heftigen Kanzelvorträgen wegen seines Verhältnisses zur Pompadour öffentlich anzugreifen und zu schmähen, indem sie in ihrem Hochmutsschwindel hofften, derselbe werde sofort ganz zerknirscht in sich gehen und seine Mätresse mit Schimpf und Spott fortjagen. Soweit kam es jedoch ganz und gar nicht, sondern der Regent fasste vielmehr jetzt einen Hass gegen den Orden Jesu und schenkte den Versicherungen seines Ministers, dass an all dem Gezänke und an all dem bösen Durcheinander, welches damals in Frankreich herrschte, nur allein die Jesuiten schuldig seien, den vollsten Glauben. Wie er aber einmal soweit war, fiel es der Pompadour nicht mehr schwer, ihn auch mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass es am Ende das Beste wäre, wenn man die Gesellschaft Jesu gänzlich aus Frankreich austriebe. Und von jetzt an wartete Chauffeuil nur noch auf eine schickliche Gelegenheit, um sein Vaterland von der großen Plage der schwarzen Kohorte für immer zu befreien. Sie kam auch bald, diese Gelegenheit. Denn eben jetzt machte Pater Lavalette jenen berüchtigten Bankrott, von dem ich schon im 4. Buche erzählt habe. Das Parlament, bei dem die Gläubiger klagten, entschied, wie der Leser sich erinnern wird, gegen die Jesuiten und verurteilte sie zur Zahlung der Lavalettschen Schulden. Es entschied sich aber auch noch weiter dahin, dass eine Gesellschaft, welche solche Institutionen habe, wie die Gesellschaft Jesu, in einem wohlgeordneten Staate nicht existieren, nicht geduldet werden dürfe. Und auf diesen Entscheid hin wandte sich Ludwig der 15. anno 1762 an den Ordensgeneral Ricci nach Rom, um diesen zu vermögen, dass er in den Statuten der Gesellschaft wenigstens für Frankreich einige Verbesserungen eintreten lasse. Stolz erwiderte Lorenzo, sint ut sunt aut non sint, das heißt auf Deutsch, die Jesuiten müssten bleiben, wie sie wären, oder zu existieren aufhören. Eine ganz ähnliche Antwort erteilte auch der Papst Clement der 13., welchen der König ebenfalls zur Reformierung des Ordens Jesu anging. Und es ist wohl außer Zweifel, dass beide, der Papst wie der General, glaubten, durch eine solch hochmütige Abweisung werde sich Ludwig der 14. einschüchtern lassen. Allein die kluge Pompadour und der energische Minister Chauffeuil sorgten dafür, dass er sich nicht einschüchtern ließ, sondern dass er vielmehr dem Parlamente von Paris freie Hand gab, das ganze Statut des Ordens Jesu einer nochmaligen genauen Prüfung zu unterwerfen. So, jetzt habe ich bis hierhin gelesen und ich dachte eigentlich, dass wir schon am Ende angekommen wären, aber wir müssen noch bis Seite 319, glaube ich, durchlesen. Das sind, glaube ich, noch 5 Seiten, wenn ich mich richtig... Ah nee, hier sind wir. Gut, dann lesen wir das eben noch zu Ende. Ich wusste nämlich, dass wir knapp 10 Seiten hatten heute. Ich wollte es jetzt nicht zu lang machen. Aber das passt ja wunderbar. Wir sind gut in der Zeit. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Es geschah und das Parlament erklärte sofort die Gesellschaft Ignatii für eine gemeinschädliche. Für eine solche Gesellschaft, deren Lehre die christliche Moral beleidige und jedes Prinzip der Religion zerstöre. Für eine solche, welche überall in allen Staaten die größten Unruhen errege und vor der sogar die geheiligte Person des Regenten keine Sicherheit mehr genieße. Eine derartige Sozietät, hieß es dann weiter,
könne man nicht bestehen lassen und sie sei daher als solche für Frankreich aufzuheben. Wenn aber die bisherigen Mitglieder derselben sich dahin bequemten, sofort aus dem Orden zu treten, der Verbindung mit ihrem General in Rom in Wahrhaftigkeit und für immer dar zu entsagen, ihre Kollegien und sonstigen Häuser dem Staat zu übergeben und von nun an vereinzelt als Privatpersonen zu leben, so sei ihnen der Aufenthalt in Frankreich auch weiterhin zu gestatten, und sie könnten sogar, wenn sie schwören, von nun an getreue Untertanen zu sein und sich den Gesetzen des Landes zu unterwerfen, auf eine entsprechende Pension Anspruch machen. Diese ganze Forderung, die wir gerade eben gelesen haben, ist absolut oberlächerlich. Aus dem einfachen Grunde, selbst wenn die Leute dem Orden Jesu entsagen würden, dann blieben sie immer noch Katholiken. Und Katholiken schwören auch ihre erste Treue dem Papst in Rom. Also, ich verändere damit im Grunde überhaupt nichts. Und nochfalls, die Jesuiten können jeden Schwur schwören, den sie schwören sollen. Er ist ihnen nichts wert. Sie haben einen bereits vorher abgelegten Treueschwur und werden von ihrem Beichtvater, ob das jetzt der General ist, der Papst selber oder wer auch immer, absolut von jedem Schwur freigesprochen. Das heißt, sie können schwören, was sie wollen, sie begehen keinen Meineid. Das steht so in den Konstitutionen, in der Secreta Monita der Jesuiten darin. Das heißt, wenn ich hier solche Papiere aufstellen lasse und sage, ja, ihr könnt bleiben, wenn ihr dem Orden Farewell sagt, also guten Tag sagt, wenn ihr da nicht mehr bei seid, wenn ihr von jetzt an getreue Untertanen seid und so weiter, sie bleiben immer noch Katholiken und sie können schwören, was sie wollen. Das ist so in ihren Statuten drin. Mensch, auch wenn ich dem Pferd eine Maske von einer Giraffe aufsetze, dann bleibt es ein Pferd, ne? So entschied das Parlament, aber die Jesuiten wollten sich nicht bequemen und verweigerten den Eid. Ja, sie stießen sogar die 5 oder 6, welche von den übrigen 5000, so hoch belief sich die Anzahl der Synodios in Frankreich, eine Ausnahme machten und sich bereit erklärten, dem Edikte des höchsten Gerichtshofs des Landes zu gehorchen, feierlichst aus dem Orden aus, als wären dieselben abtrünnige und meineidige Frevler. Das war dann noch der Widersetzlichkeit zu viel. Und somit beschloss das Parlament unter dem 9. März 1764 in feierlicher Sitzung und beinahe einstimmig, dass die sämtlichen Mitglieder der Sozietät Jesu in Zeit von einem Monat das Königreich Frankreich zu verlassen hätten. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man sie tatsächlich loswerden könnte. Diesen Beschluss aber unterbreitete man sofort dem König zur Bestätigung und alle Welt war nun aufs Höchste gespannt, was er tun würde, indem der besagte Beschluss ohne die königliche Unterschrift natürlich keine Geltung hatte. Noch hofften die Söhne Loyolas, denn sie hielten es gar nicht für möglich, dass ein Abkömmling von Ludwig dem 14., den sie so in der Hand hatten, in wirklichem bitteren Ernste an ihre Vernichtung denken könnte. Und da sie das Herz des Dauphin total in Händen hatten, so bestürmten sie durch diesen den Regenten auf alle Weise, dass er dem Parlamentsbeschluss seine Sanktion verweigere. In der Tat schwankte auch der Monarch eine geraume Zeit allein. Endlich, im November 1764 entschied er sich doch, und zwar zu Ungunsten der Sozietät Jesu. Er dekretierte nämlich, dass die Gesellschaft der Jesuiten von nun an in ganz Frankreich sowie in allen dem französischen Zepter unterworfenen Ländern oder Kolonien nicht mehr statthaben sollte, dass ferner die nicht französischen Mitglieder der Gesellschaft sofort das Land zu verlassen hätten und dass endlich die in Frankreich Geborenen nur dann in Frankreich bleiben dürften, wenn sie sich aller ihrer geistlichen Funktionen begeben und für die Zukunft als Privatperson den Gesetzen gemäß leben würden. Also dekretierte König Ludwig der 15. Und dass seinem Dekrete die strengste Folge geleistet wurde, dafür sorgte der Herzog von Tournefeuille, sein erster Minister und Berater. Und das bringt ein Ende an das 6. Kapitel des 6. Buches des 2. Bandes von Karl Theodor Griesinger über die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit des Jesuitenordens von der Gründung des Ordens bis jetzt, in diesem Fall 1872. Und wir fahren nächstes Mal in der Lesung fort mit dem 7. Buch, das 1. Kapitel, der Scheintod des Jesuitismus,
und sein schlimmes Wiedererwachen. Wir beginnen mit einem Gedicht. Aber das ist für nächstes Mal. Für dieses Mal möchte ich euch danken für eure Aufmerksamkeit, für euer geduldiges Zuhören und Zuschauen und Kommentieren und auch natürlich um eure eigenen Kommentare darunter zu setzen und eure eigenen Nachforschungen in dieser Beziehung anzustellen und immer zu kontrollieren, ob dem auch so sei. Ich habe das, was ich hier gelesen habe, heute aus verschiedenen Brunnen bereits bestätigt bekommen. Ich bin sicher, dass das genau die Geschichte ist, die uns sonst nicht gelehrt wird. Und möchte immer noch mit dem Aufruf verbleiben, dass ihr bitte eure Bibel lest, um die ganze Wahrheit auf dem einzigen Fundament aufzubauen, das ein wirkliches Fundament für einen Christen nur sein kann. Auf den Felsen der Wahrheit Jesus Christus und seinem Wort, der Bibel. Und damit möchte ich heute für mich auch beenden und euch sagen, lest eure Bibel und gebe dann abschließende Kommentare an erst Viktor und dann an Michael. Und normalerweise verabschiedet Michael sich dann. Ich verabschiede mich hier schon mal. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und sage, lest eure Bibel. Maranatha. Ja, dann bedanke ich mich schon mal vielmals für die Lesung und auch für eure Bemerkungen und Kommentare dazu. Ja, war sehr schön und ich glaube, jetzt zum Ende hin ist das ja dann so der Punkt, wo dann auch die Gesellschaft Jesu im Grunde genommen dann der Übergang ist, wo sie ja quasi sich so säkularisieren, also in die in gewisser Weise, ja, wie es ja auch da schon angedeutet wurde, ja, wenn ihr denn euren einen weltlichen Eid leistet und euch zum Untertan hier des Königs oder der Regierung macht, dann könnt ihr auch bleiben. Aber wir wissen, die sind ja dann letztendlich in Richtung, ich glaube, Italien wollten sie und dann sind sie wohl erstmal in Korsika geblieben. Das war aus Spanien, als sie da vertrieben wurden. Ach, das war aus Spanien. Mhm. Okay, entschuldige. Kein Problem, man kann sich ja mal irren mit solchen Sachen. Das waren die Jesuiten, die aus Portugal und aus Spanien vertrieben wurden. Und die sind dann, das lesen wir auch in Herrscher des Bösen noch, und die sind dann auf Korsika gegangen. Deswegen kam Napoleon aus Korsika, um die Jesuiten zu rächen. Ja. Ach so, alles klar. Wenn wir das so. Mhm. Nee, aber nichtsdestotrotz, ja, war das ja dann auch der Zeitpunkt, glaube ich, wo dann die Illuminaten sich gegründet haben, also wie so ein bisschen eine Art, Vermischung dann sehen, ist ja letztendlich dann der Moment auch dann kurz davor, wo sie dann ja auch offiziell verboten, glaube ich, werden, ne, 1773. Ja, das lernen wir ja auch noch, wenn wir Herrscher des Bösen lesen. Das ist ja alles nur die Illuminaten zu gründen, 1776 durch Adam Weishaupt. Der hat ja die Illuminaten gar nicht gegründet. Der hat doch nur die alte Gesellschaft, die bereits bestehende, in Spanien bestehende Gesellschaft der Alumbrados, umgeschrieben und modernisiert und den Jesuiten damit einen Deckmantel gegeben in der Zeit ihrer Verbannung zwischen 1773 und ihrer Wiedererlaubnis 1814, darunter zu wirken. Das war, wie Tapasorsi das in seinem Buch Herrscher des Bösen nennt, ein blown cover as cover, also eine Deckung aufgeben, um eine andere zu beziehen. Jagt die Jesuiten in die Luft, die gibt's nicht mehr, die Welt wiegt sich in Sicherheit, dafür haben die Illuminaten übergenommen und dahinter stehen die Jesuiten. Ja. Ja, richtig, so wie ich das ja sagte, dass es sich so dahin verschiebt oder ja. Ja, dass wir da so eine Art Transition oder Transition sehen, also Verschiebung, Vermischung. Und ich freue mich dann auf die nächste Lesung und noch auf die Schlussworte von Bruder Michael und sage dann an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, dann vielen Dank, Viktor, vielen Dank, Jörg, für die Lesung, vielen Dank an alle da draußen, die die ganze Zeit an den Empfangsgeräten gesessen haben. Ich weiß, dass jetzt alle auf mich schauen, um jetzt, dass ich jetzt irgendwie da so einen schönen Schlusskommentar mache. Ich habe nur einen ganz kurzen diesmal. Wir haben uns ja jetzt schon über diese Sündenbock-Geschichte eben schon ausgelassen und ich wollte das jetzt nicht vertiefen, weil das wäre eigentlich eine eigene Sendung oder ein eigenes Thema wert. Mir ist nur im Laufe der Sendung heute das einmal ein Wort über drüber gekommen, wo ich gedacht habe, Moment mal, da musst du doch nochmal eben nachschauen. Und zwar das Wort ist ganz profan, Erzbischof. Ja,
was hat der Michael denn ein Problem mit dem Erzbischof? Ich habe damit ein Problem, dass die katholische Kirche hingeht und eine Rangordnung ausbaldowert, die es so in der Bibel nicht gegeben hat. Da gab es halt im Alttestamentarischen gab es halt die Priester, also die Schriftgelehrten, die Leute, die also ausgebildet waren in der Heiligen Schrift. Aber da Jesus im Neuen Testament den neuen Bund geschlossen hat und seine Bergpredigt gehalten hat, wo er gesagt hat, dass letzten Endes griffbereit, aber wo er letzten Endes gesagt hat, dass die Reihenfolge auf der Erde eigentlich gar nicht die Reihenfolge ist, wie er sie da beschreibt. Und zudem ich keinen einzigen Apostel kenne und keine Bibelstelle, die mir bekannt wäre, die davon redet, dass es einen Erzapostel gegeben hätte. Ich weiß von Petrus, dass der Sprecher der Apostel gewesen ist, aber selbst Petrus sagt ja von sich aus, er wäre nur ein Mann gewesen und nicht der Anbetung würdig und nicht, dass man nicht vor ihm niederfalle. Da haben wir auch schon Lesungen drüber gemacht. Da kann man doch mal wieder dran sehen, dass diese ganze Hierarchie, die in der Kirche herrscht, von Messdienern zu Priestern, von Priestern zu Kardinälen, von Kardinälen zu Erzkardinälen, und in der katholischen Ostkirche gab es sogar mal einen Großerzbischöfe. Och, dann gibt es halt so viele andere Ränge, die mir noch gar nicht bekannt sind. Ich wollte einfach nur mal den Punkt machen, jetzt hier, dass eigentlich alle gleichbedeutend sind, die an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, glauben. Jesus Christus, der als Gott im Fleisch auf dieser Welt gewandelt hat. Und Jesus Christus, der auch definitiv alle die Prophetien, die sich auf ihn bezogen haben, im Alten Testament erfüllt hat. Und wenn Jesus uns verspricht, dass er wiederkommt am Ende der Zeit, dann kommt er auch wieder am Ende der Zeit. Diese Zeit ist noch nicht erreicht, aber dann gibt es keine Hierarchie, sondern gibt es eigentlich nur zwei Sorten von Menschen. Die Menschen, die letzten Endes das Licht nicht erkannt haben und in der Finsternis wandeln, und die Menschen, zu denen er gesagt hat, in Johannes Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und um dieses Licht der Welt, da ranken sich so viele Geschichten drum, und wir versuchen halt immer ganz, ganz viel Hintergrundinformationen hier aufzuarbeiten, die Ihnen und euch da draußen wirklich auch Beweise dafür liefern, wie die Welt so funktioniert. Und da die Welt nicht nach göttlichen Richtmaßstäben Jesus Christus hier funktioniert, sondern nach den Maßstäben des Gegenspielers, ist es für uns auch ein weiterer Beweis dafür, dass unser Herr und Meister Jesus Christus in allem das, was er gesagt hat, Recht behalten hat und die Wahrheit spricht. Und wir folgen nur demjenigen, der die Wahrheit spricht, denn alles andere ist Lüge und nicht von Gott selber. Und deswegen werden wir nur noch da eine Gemeinde sein, und dann ist ein Kleiner wird zum Großen werden und ein Unbedeutender wird dann zum Bedeutenden werden. Im Endeffekt, das, was wir in dieser Welt hier überhaupt nicht erreichen wollen, das werden wir dann erst in der nachfolgenden Welt, in dem Königreich von Jesus Christus haben. Und das ist doch eigentlich das beste Versprechen, was wir haben können, wo wir sagen können, es ist nicht nur nichts zu Ende hier, wenn wir von dieser Welt gehen, sondern dann fängt letzten Endes erst der angenehme Teil an, wenn wir im Wort bleiben und wenn wir an Jesus Christus glauben. Denn Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Maranatha.